Leif Mombren vom Schafferot, Leif Mombren vom Gemengerot, Leif Ehregast, Leif Vertreter von den Vereinen und den Assoziationen. Die Damen und Herren, Leif Allegur, herzlich willkommen auf unserer Séance Akademik heute Abend am Kader vom Nationalfeiertag. Unser Abend steht unter dem Sujet multikulturell Schöffling. Und wenn ich von multikulturell Schöffling schwätze, ist das manchmal etwas, was jederin halbannen weiß, dass es zu Schöffling geliefert wird, sowohl von der Gemeinde wie auch von seinen Bürger und Bürgerinnen. Die einzelnen Redner und Rednerinnen heute Abend werden auch mehr im Detail heute auf das Sujet angehen und ein bisschen von ihrer Seite davon erzählen. Angefangen hat, dass multikulturell natürlich auch schon wieder rauskommen sind. Vielleicht, wenn ihr ein bisschen hören hört, wir hören doch gleich noch ein paar, haben wir zwei verschiedene Gruppen für musikalische Interventionen heute Abend. Ein paar heute zu meiner Rätsel Minatsrosen, ein von drei Korallen heute zu Schöffling, die auch rezent ihren 60. Anniversär gefeiert haben und die den Abend immer an der Séance Akademik für die Klang musikalisch Intermezzo sorgen werden. Und dann, wenn ihr rauskommen seht, ob ihr auch jetzt seid, durch Stunden Yao Ming Chang mit seiner chinesischen Zitar, ja, ein Instrument, wohin sowohl ganz traditionell wie auch modern Stecker drauf spielen kann und was man gleich auch nachher hören wird. Hinnen los schon mal ein großes Merci für hier musikalische Intervention in den Abend. Und ich übergebe dann noch direkt das Wort an den Herr Bürgermeister und den Paul Weimarskirch für Sängerin über die Schöffling und Wichtigkeit von Nationalfeiertag. Aber bevor wir das machen, wollen wir noch kurz profitieren, weil es war ein bisschen hart, wo da rauskommen sind. Und der heute ja mich vielleicht nicht ganz so gut hören. Dafür gingen wir jetzt eine kurze Minute, für ihn noch ein bisschen Not zu lauschen. Herr Ehren, Chambre-Präsident und Ehrenbürger von Schöffling, Jean Spautz, Herr Deputierte Marc Spautz, Leif Mattbürger, Wert Mattbürgerinnen, Leif Ehrengäst, Wert Invitien, die Damen und Herren Delegierten von den Vereinen und Assoziationen, Leif Kolleginnen und Kollegen aus dem Schöffener Gemengerat. Willkommen, bienvenue an der Salle Grand Duc Jean auf unserer Science Akademik am Kader vom Nationalfeiertag. Ja, die nächste ist feiern wir unseren Nationalfeiertag. Es ist ein Fest von allen, die Lützeburg hier zu Hause nennen. Es ist ein Fest eigentlich von Madenin heute zu Lützeburg und noch von Meino bei Nien regeln. Aber wenn wir heute feiern, dann sollen wir nicht vergessen, dass Zeiten von Frieden, von sozialer Gerechtigkeit, von Lebens- und Wohnqualität keine
Selbstverständlichkeit sind, weil deichter Zeiten von Krieg, von Ungerechtigkeit, von sozialer Not und Unterdrückung sind ein Teil von unserer Geschichte. Als Älteren, zumindest aus meiner Generation, als Großeltern, haben wir zu kämpfen und sich resolut engagieren, dass wir heute frei und unabhängig leben können. Und das an einer Europäischen Union, die sich sicherlich auch korrekterweise neben vielen anderen als Friedensprojekt bewährt wird. Der Nationalfeiertag ist dem nun nicht nur den Ausdruck von unserer Eigenständigkeit und Identität, das von allem auch ein Zeichen von Freiheit und Frieden, von Solidarität und Gerechtigkeit, von Wohlstand, von Respekt und von Toleranz, von der Offenheit und von der Humanität. An der Nationalfeiertag offriert uns außerdem die Occasion, das eigene Engagement anderer und noch vier Sozietät für unsere Kommunität zu hinterfragen und gegebenenfalls mit neuen Impulsen zu schärfen. An der Nationalfeiertag geht uns zudem die Möglichkeit, einen Blick an die Geschichte zu werfen und noch vier zu gucken. Der Nationalfeiertag ist auch ein wichtiges Zeichen von einer lebendigen, dynamischen und nachhaltigen Demokratie, wo der konstruktiven Dialog, wo das gemeinsam sichern und formulieren und Lösungen am Mittelpunkt steht. Weil das genie das Erstellung der Lebensphilosophie, die als Land ausmischt und auszeichnet. Ein Mosaik aus unterschiedlichen Sensibilitäten, die als Land an der Europäischen Union sozusagen einzigartig mischt, mit einer Qualität von Madeleine, vom Vivre Ensemble. Zehnte Juren wohnen und arbeiten Litzebäuer und Nicht-Litzebäuer Madeleine. Über 100 verschiedene Nationalitäten mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen und noch all Demandeurs und Beneficiaires der Protection Internationale sind die Bienvenue bei uns im Land. Wir, ich meine alle Einzelnen aus dem Gemengen der Schäferhut, als Frau an einer Gemeng Responsabilität zu drohen, wo das gesellige Engagement stimmt, wo sich engagiert wird, für Brücken zu bauen, wo jeder Einzelnen respektiert wird, wo Leute freiwillig aktiv sind an den Assoziationen und Vereinen und du mal vieles um Rollen halten, für Integration und Inklusion zu schaffen, zu realisieren. Basis vom Vivre Ensemble. Und nicht mich beide wie gestern, haben wir am Ministerium mit den Unterschriften von Bürgermeister, der Chefin und dem Präsidenten von unserer Kommission, die Vivre Ensemble, unser Engagement vis-à-vis von einer Kommunität von Vivre Ensemble an einem Dokument bekräftigt, und mit Notdruck als Aktionen für Toleranz, Gleichheit, verstehst du mich, als Solidarität affirmiert. Und das mit allen Konsequenzen und Pflichten, die sich daraus ergeben. Weil eines sicher, wir alle Guren bleiben gefordert, hier um Ball zu bleiben. Die Damen und Herren, wir sind eine Nation, ein Klang, der ja Frieden und Freiheit leben will, und gehen immer nicht aufgerufen, das gemeinsam zu sichern, das, was uns bei ihr nie bringt, das, was verbindet, verstärkt. Und ich will mit Notdruck an die Überzeugung sagen, dass über die Juren, ohne Xenophobie, ohne Rassismus oder Nationalitätsstreit, ohne Fremdenhass, ohne Sisanie, die Litzebäuer und Nicht-Litzebäuer vieles gemeinsam aufgebaut und realisiert haben. Dieser Wohlstand, auch von den Immernäs, muss drauf geschafft gehen, auch von Immernäs, kleine Schrauben müssen ajustiert gehen, vielleicht auch mit dicker, das friedlich zusammenleben als ein Geschenk, das versucht, protegiert, gehegt und gepflegt muss gehen. Und das darf ich auch freilich zu wissen, dass für eine große Majorität das interkulturell zusammenleben, der Vivre Ensemble, von einer großen Importanz ist und dass es auch eine Wolle hat. Ein Valeur für die soziale Kohäsion von unserer Kommunität, für Solidarität nach innen und nach außen. Als Assoziation Schöffling hilft und ein Team für Trade Schöffling sind gute Beispiele dafür. Es ist ein Valeur für unsere ökonomische Entwicklung an unserem Land. Es ist ein Valeur für den kulturellen Echange und für alle sportlichen Aktivitäten, sei es im Bereich von der Freizeit oder eben auf dem Niveau von der Kompetition. Das ist ein Valeur auch für den Engagement im gesellschaftlichen Leben. All das ist ein Plus-Value für das Land, für die Gemeinschöffling und für alle Einzelnen. Das ist allerdings von allem auch eine klare Antwort, eine deutliche Kondamnation und auch eine Demarkation auf alle Formen von Extremismus, Radikalismus und Radikalisierung. Und das ist eine klare Nein
zum blonden Egoismus, zu Demagogie und zum Populismus. Es geht darum, so viel zu suchen, dass als Demokratie nie riskiert, sich in eine falsche Richtung zu orientieren. Aber glücklicherweise geht es, zumindest hier im Land, dazu einen breiten Konsens. Und aber ist es notwendig, dass eine Demokratie sich auch wehren muss, dass sie Grenzen setzen muss. Es muss also immer nicht gelingen, den Menschen der Gesellschaft klar zu machen, dass Demokratie nicht einfach da ist, nicht selbstverständlich ist. Demokratie sind Bausteine, die immer nicht verschönert und teilweise auch erneuert müssen gehen. Wohlwissend, dass die Aggression, den Hass und Feindschaft, die sowie von anderen mit Ressentimenten selten zu enger Akzeptanz feiern und auch die Madenien nicht ermöglichen. Die Damen und Herren, wenn Mattbürger und das geschieht heute zu Schöffling von verschiedenen Nationalitäten und Nationen, von unterschiedlichen Kulturen und Religionen zusammen feiern, dann ist das ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen vom Respekt, von der Unerkennung und auch vom Verstehstemisch unter den Ehen. Ein Zeichen von einer lebenden Gemeinschaft, von einem ehrlichen Vivre-Ensemble. Aber genau das brauchen wir. Eine Kommunität, die mit den Ehen eins geht. Eine Gemeinschaft, wo Solidarität, für Solidarität auf Brücke bauen. Gerade an diesen Zeiten mit unmenschlichen Kriegen an der globalen Bedrohung durch Terror aus der Welt, mit schrecklichen Naturkatastrophen, die uns nicht egal sind, mit Leuten, die hier das Land verlassen müssen und als Flüchtling Asyl und Sicherheit sichern. Wer delegiert, erlebt ein Wittigen, eine faire und solidarische Gesellschaft. Und ich meine, wir sind so eng, lässt keine Linksleien, stellt keinen an den Abseits. Nein, eine faire Gesellschaft hält jeder immer auf den Weg. Das geschieht allerdings nicht vom selben. Das ist nicht selbstverständlich. Da haben wir immer nicht Pflicht, mit Determination ein Resolut darum zu schaffen. Mehr aus der Politik, Sozialpartner, als jeder Einzelnen, der gute Willens ist. Das ist seit Jahren als Philosophie heute zu Schöffling. Zusammen stehen, aber den einen eins gehen. Und das reduziert sich nicht just auf die Klängekrise. Das ist Leben mit an anderen lokalen Vereinen. Es sind Aktivitäten von den anderen im Jugendhaus, an der Schule, an der Maison-Relais, am Clubhaus beim Kiosk. Also überall da, wo Werte wie Toleranz, Gerechtigkeit und Solidarität, wo die Madeneen geliebt wird. Sie alle Guren, die ich lobgezählt habe, von den Vereinen bis über Maison-Relais, bis ran an Clubhaus beim Kiosk, sind damit noch Stabilisatoren von unserer Demokratie, weil sie offen und multikulturell arbeiten, weil sie interreligiös und vielseitig sind. Das sind aber auch die über 100 Delegierten an den Gemengekommissionen. Das sind auch als Gemengenservicer. Das sind allerdings auch die seelischen Mattbürger, die hinter der Kulisse schaffen, die ohne Gedächtnis und ohne Abhebung rund um ihre Person am Interesse von Schöffling auf ihr Mattbürger da sind, ihnen helfen oder sonst ein Steib am Leben sind. Das ist das Konzivial, was das der Schöffling immer nicht auszeichnet und das soll so bleiben. Von daher aus dem Nationalfeiertag auch der Moment für Merci zu suchen. Merci den Benevolen, also ich zum großen Teil an den Vereinen. Merci den Mitarbeiter, an den Funktionären, den Beamten und den Arbeiter bei unserer Gemeinde. Ohne ihren Ansatz, ohne ihren Engagement geht vieles nicht funktionieren. Ein besonderes Merci geht von dieser Platz auch an all die, die sich Tag für Tag, ja Woche für Woche am sozialen Bereich engagieren. Als freiwillig engagiert Pompchen als Sekuristen, sie verdienen als Respekt, sie helfen vielen in Notsituationen. Und nicht zu vergessen als Police, die Tag für Tag als Sicherheit garantiert. Ja, die Damen und Herren, bei allen positiven Aspekten, die ich aufgezählt habe, dürfen wir nicht vergessen, dass es leider auch Misere, Not und Elend gibt. Oft ganz weit weg von uns durch Kriege, Hungersnot oder Naturkatastrophen. Und dass als Welt zerrappt von unmenschlichen Kriegen, an enger unmöglicher Intoleranz, die sich auf vielen Plätzen leider auch in Europa bemerkbar ist. Allerdings, auch ganz nur bei uns, müssen Schicksale verschafft gehen, sie Not ersuchen. Bei Leuten, die eine Wohnung sichern, bei älteren Mitbürgern, die allein sind, bei länger zeigenden Pappen und Mammen, bei Junker ohne Diplom, ohne Arbeit, bei Heerschatten, die auf der Straße leben, bei geschlohen und missbrauchten Frauen, bei schikanierten Flüchtlingen, bei Toxikomanen, und ich könnte noch dabei zählen. Wir sollen nicht mal Fanger auf die weisen. Nein, wir sollen alles in Trulle bringen, für ihnen zu helfen, für sie zu steipen, für sie zu begleiten, für sie auf den richtigen Weg zu bringen, für ihnen Chancen, um eine bessere Zukunft zu gehen. Der Nationalfeiertag ist demnach nicht einfach ein Feiertag, nicht ein ersuchter Moment,
sich zu besinnen, nur zu denken und zu hinterfragen. Dafür, et merci und ich alle Guren für Ihre Präsenz heute Abend. Unserem Grand Duc Henri und seiner Familie wünschen wir auf diesem Tag all Gutes. Ich alle Guten wünschen euch ein schönes Nationalfeiertagsfest und ein flott Schöfflingerfest. Vive der Grand Duc, vive die großherzogliche Familie, vive Flitzenburg, vive Schöffling. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Das war dann noch den ersten musikalischen Interlude von der Minnatsrose mit Armani. Wir wollen heute Abend noch kurz auf den historischen Hintergrund von unserem Nationalfeiertag blicken. Denn Jérôme Courtois ist passionierter Historiker und hat sich darüber ein paar Gedanken gemacht. Er kann den Abend leider nicht heute sehen. Dafür werde ich für ihn stellvertretend seine kleine Recherche heute hier drohen. Für ein paar Wochen aus den Herr Bürgermeister um mich herumgetreten, mit der Frau, ob ich eventuell heute einen kurzen historischen Überblick über diesen Nationalfeiertag könnte machen. Ich habe mir, wie vielleicht die meisten von euch, noch nie so richtig vorgestellt, wo dieser Tag eigentlich seinen Ursprung hat. Es war nicht immer der Fall, dass der Nationalfeiertag auf dem heutigen traditionellen Datum, dem 23. Juni, begangen wurde. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wird zu Lützeburg der Geburtstag von seinem Souverän gefeiert. Diese Tradition gab auch nur der Gründung vom Grand Duché als souveräne Staat im Jahr 1815 so beibehalten. Der genähende Tag, wenn ich als Königstag oder Großherzogs- oder Großherzoginnen Geburtstag die genannte Feierlichkeit begangen dürfen, hat sich mit der Zeit immer um den Geburtstag vom jeweiligen Souverän orientiert. Angefangen 1816 mit dem Geburtstag vom Königsgroßherzog Wilhelm I., am 24. April, und abgehalten am 23. Januar nur der Thronbesteigung von der Großherzogin Charlotte am Jahr 1919. Insgesamt gab der Nationalfeiertag damals seit 1816 schon 8-mal verreckelt. Just unter dem Wilhelm III. Gauf der Königstag nicht auf seinem eigentlichen Geburtstag, dem 19. Februar, gelöscht, mehr ab 1815 für die erste Kehr auf den 17. Juni, den Geburtstag von seiner Frau Sophie. Der Grund dafür soll die Proximität vom Geburtstag von Wilhelm III. Mit dem Todestag von Prinz Alexander von den Niederlanden gewirscht sein. Das war den 20. Februar 1848.
1860 gouf dun awer den 19. Februar als Kinnigsdag festgehalen. Ënner der Grand-Duchesse Charlotte gouf dun den 23. Dezember 1961 iwwer en Arrêté Grand-Ducal de Grossherzogine Geburtstag op den heuteschen Datum den 23. Juni gelöscht. Grund dafür war unter anderem die schlecht klimatische Jahreszeit am Januar und Geburtstag von der Grand Duchesse. Also heute ist ein geläufiger Begriff vom Nationalfeiertag, hat sich aber recht unter dem Grand Duc Jean angebiert. Nicht der Begriff Königstag oder Großherzog oder Großherzogine Geburtstag gauf nämlich am Arrêté just vom, ich zitiere, Jour de la célébration publique de l'anniversaire du Grand-Duc geschwart. Den 23. Juni, obschon ob diesem Zeitpunkt kein direkter Bezug mehr auf den Geburtstag vom Staatschef hat, soll doch für seinen Amtsfolger, der Grand-Duchesse Charlotte, von der Grand-Duchesse Charlotte, nämlich dem Grand-Duc Jean, an dem Grand-Duc Harry beibehalten gehen. Damit will ich diesen kurzen Ausblick auf die Geschichte von unserem Nationalfeiertag abhalten. In diesem Sinn wünsche ich euch auch einen schönen Nationalfeiertag und merci für die Aufmerksamkeit. Das ist eine kurze Recherche von Jérôme Courtois und da kommen wir auch zum zweiten Interlude von De Minas Rosen.
Ja, multikulturell Schöffling. Denn Herr Bürgermeister hat es an Sängerriert schon ganz gut erklärt. An Signatur vom Gemengepakt von der Gemeng Schöffling verstärkt die Erfahrung natürlich nach Rheinkeier. Als nächstes auch hier nachinnen stehen stellvertretend heute Abend für die multikulturelle Sozietät heute zu Schöffling, für die vielen Nationen und Kulturen, die heute zu Schöffling wohnen und leben und die sich auch all da engagieren. Joanna Kowalenko kommt aus der Ukraine und Nathalie Jamet aus dem Kamerun. Sie zwei haben sich auch ein bisschen Gedanken über das Thema multikulturelle Schöffling gemacht. Die zwei Frauen haben sich von Anfang an heute zu Schöffling am sozialen Leben engagiert und sind allen zwei Member von der Kommission vom Interkulturellen Zusammenleben. Und ich ging sie dann los, ob einzeln herabbieten, für hier Gedanken zu diesem Thema mit euch zu teilen. Échevin, chers invités, bonsoir. Je suis très honorée de prendre la parole ici aujourd'hui et je suis ici en tant que membre du conseil interculturel de la commune de Chiplanche. Ça fait près de 4 ans, plus de 4 ans que je travaille dans la commission. Et je vais vous parler de la diversité culturelle. Chiplanche regorge de beaucoup de cultures, quoi. Et on sait le voir à travers, je veux dire, les restaurants, tous les magasins qu'on a à Chiflange. Et la diversité culturelle n'est pas seulement une caractéristique de notre société moderne, mais c'est une source inestimable de richesse et de force. Elle se manifeste tous les jours dans les aspects de notre vie quotidienne. Elle enrichit notre existence, stimule notre intellect et nourrit notre esprit. Les différentes perspectives apportées par les cultures permettent des innovations. Et moi, je dis toujours à chaque fois qu'on tombe ou bien qu'on rencontre une barrière, ça devait nous permettre de plutôt se relever. Ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'à Chiflange, il y a quand même beaucoup, si je prends des exemples, on accueille des réfugiés, Chiflange met énormément de moyens pour que le vivre ensemble soit réussi. Moi, je parle aussi aujourd'hui en tant que, je peux me dire, citoyenne du monde, je ne sais pas dire si je suis luxembourgeoise ou camerounaise, comme elle a dit, parce que je suis partie de Cameroun très tôt, j'ai vécu en Allemagne, j'étais au Canada, je suis rentrée en Europe, et puis Chiflange est ma destination finale. Ich bin zu Hause hier. Et le plus important, dans la diversité, il y a beaucoup de défis. Il y a l'intégration des différences peut parfois mener à des malentendus et des préjugés. Et les préjugés, ça se fait des deux côtés. C'est pas juste, OK. Un préjugé très répandu que je connais pour les étrangers qui arrivent, ils disent toujours, le luxembourgeois ne sert à rien. Mais c'est pas vrai. J'ai appris le luxembourgeois et j'ai appris toutes les langues dans tous les pays où je suis partie et je pense que ça aide énormément à la cohésion sociale. Et le respect de la diversité culturelle doit aussi se refléter dans nos politiques publiques et pratiques institutionnelles. Et je pense qu'à Chiflange, on a une commission de vivre ensemble, on essaie de mettre en place des projets pour que tout se passe correctement. Parce que les politiques, ça protège. Quand je dis les politiques, les lois, quand c'est bien fait, ça protège, ça promet l'égalité des chances pour tous. Les entreprises, les écoles, les institutions doivent s'engager à créer des environnements inclusifs où chaque individu se sent valorisé et respecté. J'insiste bien sur le mot respect, parce que le respect de la diversité, quand je parle de respect, c'est pas juste dire oh, « ma culture, elle est plus importante que la tienne ». On essaye de s'adapter dans l'environnement. Quand je dis s'adapter, c'est pas aussi s'acculturer. Parce que beaucoup de personnes, quand on dit s'adapter, disent « oui, moi je viens de Cameroun, je vis là, mais je dis toujours, je suis même pas luxembourgeoise, je suis chiplangeoise ». Et si je dois, j'ai beaucoup, j'aime les personnes âgées, je veux dire, quand je les vois, je les respecte énormément.
J'ai beaucoup appris de ma grand-mère et d'où je pense qu'elles peuvent jouer un rôle très important dans, comment je vais dire, la diversité, aider et, les jeunes à s'intégrer. Comme ma grand-mère me disait toujours, si tu veux aller chercher, comment je vais dire, un insecte dans un arbre, il faut que ta main soit flexible. Oui. Donc, je suis arrivée à Chifflange. Je suis flexible, je me suis adaptée. C'est pas dire que j'ai oublié d'où je viens. Parce que si j'oublie d'où je viens, je ne sais pas où je vais aussi. Donc, je dois savoir d'où je viens. Et en conclusion, embrasser la diversité culturelle ne signifie pas simplement tolérer les différences. Mais il faut célébrer ces différences, les intégrer pleinement dans notre vie collective. En le faisant, nous créons non seulement un monde plus juste et équitable, mais aussi un monde dynamique et créatif. Parce que je pense que l'interculturalité aide aussi à beaucoup de créativité. Ça permet que les gens arrivent à s'exprimer quand c'est bien, quand, je veux dire, quand tout est bien emboîté. Je vous remercie pour votre attention et j'invite chacun à réfléchir en partant d'ici de la manière par laquelle il voudra promouvoir la diversité dans la vie quotidienne. Filmos, merci. Bonjour, cher bourgmestre Weimers Kirsch. Chère Sheva, chers membres de notre communauté, je m'appelle Ioana Kovalenko, je suis membre de notre commission de vivre ensemble. Je suis très heureuse d'avoir de cette possibilité d'être avec vous ce soir et partager la célébration du Fête national du Luxembourg. J'ai arrivé à Luxembourg en 2009 chez mes amis et j'ai trouvé ce pays agréable pour continuer mon chemin de vie ici pour se développer en tant que personne et en tant que professionnel. Je tiens à souligner que ce n'est pas difficile ici parce que vous faites tout ce qui est possible et même voire impossible pour aider chaque personne qui vient à Luxembourg pour une raison ou une autre à trouver son chemin dans la vie. Il est un grand merci pour notre bourgmestre, M. Weimers Kirsch, et tous ceux qui ont travaillé et vivent dans notre Chifflange. Et dis cela à toute sincérité. Vivre au Luxembourg, c'est un rêve réel, mais vivre au Chifflange, c'est comme gagner à la loterie. Ici, les gens trouvent protection, compréhension et soutien. J'ai trouvé de nombreux amis de différentes nationalités et cultures. J'ai appris à connaître et aimer notre pays. Je suis tombée amoureuse des histoires et des traditions de notre fidèle Luxembourg. Ce petit pays, même dans ses moments les plus difficiles, n'a pas reculé devant ses droits et ses principes. Wir wollen bleiben, was wir sind. Et cela reflétait le caractère des gens qui vivent ici. C'est peut-être pour cela que dans les moments difficiles, pour d'autres peuples et d'autres pays, Luxembourg donne un coup de main. Vous ne regardez pas les visages, les couleurs de la peau, vous êtes proche de ceux qui ont besoin, qui ont en difficulté. Je voudrais remercier Luxembourg et notre Chifflange Paradis, en nom de tous les Ukrainiens. J'ai reçu beaucoup de lettres à vous pour faire cette toutes les paroles. J'ai demandé que les Ukrainiens m'aient envoyé beaucoup de lettres. Tout le monde, merci, merci, merci. J'ai même pleuré comme j'ai lu cette lettre. Vraiment, je trouve pas même les mots pour dire tout que les gens voulaient les dire à vous tous. Je voudrais particulièrement remercier Mandy, cette jeune belle femme a tellement de bonté, de force et patience. Je ne sais pas si elle est aujourd'hui, si elle est là. On va lui dire. Ok. Pour vous tous, merci pour votre sympathie, votre soutien et votre amour. Aucune de ces personnes ukrainiennes n'est venue ici pour changer sa vie. Ils sont venus pour sauver leur vie et de la vie de leurs enfants. Mais elles sont accomplies bien plus.
ils ont reçu de la compréhension, des soins médicaux, soutien psychologique, leurs enfants vont à l'école. Ils ont pu voir à tout au-dessus de leur tête de la nourriture sur la table et ciel sans bombe et ni peur. Ma famille a reçu les plats soutien de notre commune de Cheflange. Et vous savez, je peux pleurer à chaque fois. Eux aussi, ils pleurent si on parle de cette commune qui ils reçoivent énormément de chaque personne qui donne les souris, Bourmès qui vient, comment ça va. Vous êtes toujours à côté d'eux et ça compte beaucoup. Ils ne pouvaient même pas imaginer un tel soutien, une telle compréhension laquelle ils ont reçu ici. Monsieur Wamelski, je venais souvent vers eux, parler, les consoler et était toujours là pour eux. N'importe quel moment, ça m'est arrivé que le fils de ma sœur, il était ici, traversait la place, il a besoin d'un document, il ne pouvait pas s'expliquer qu'est-ce qu'il a besoin. Monsieur Wamelski, je même trouvé 5 minutes pour lui aider. Un grand merci de tout mon cœur. Par conséquent, je sais avec certitude que notre pays et notre commune de Cheflange vont toujours dans une meilleure direction et je suis heureuse de cette opportunité de faire partie de notre commune, d'être membre de la commission pour vivre ensemble interculturel et de faire quelque chose d'utile pour les gens qui vivent à côté de nous et à côté de moi. Je suis convaincue qu'avec notre président de la commission Vivre Ensemble, Monsieur Yves, et aussi avec notre secrétaire Edita, nous pouvons faire, et aussi bien sûr et toute notre équipe, on peut faire beaucoup pour vivre ensemble dans la multiculture, en harmonie et en paix. Merci beaucoup pour cette soirée. Von mir heute Abend von multikulturellem Schöffling schwatzen, da kommen mir nicht lernst Kultur und der Sport. Alle beide spielen sie eine ganz große Rolle an unserer Gemeinde. Und wir sind hoffentlich auf die vielen Vereine und Assoziationen, die das Leben heute zu Schöffling so flott gestalten mit ihrer alltäglichen Arbeit. Und in diesem Sinn
will ich auch schon mal alle Gäste invitieren auf das Schöfflinger Fest, was wir und ich war, heute stattfinden wird. Hoffentlich mal ein bisschen besser im Wetter. Aber auch ein solchen Schöfflinger Vereine und Assoziationen werden vertreten sein. Ich begrüße dem nur als zwei nächste Redner hier beim Pult den Vincent Nothomb, Präsident von der Sportskommission, und dann den Yves Marquis, Präsident von der Kommission du Vivre Ensemble Culturel und Membre vom Gemeinderat. Leben Ihre Chambre-Präsident an Ihre Bürger von Schöffling, Herr Deputierten, Leben Bürgermeister, mein Gemeinden an Schäferoth, Leben Ihre Bürgermeister, leif eure Gäste, die Damen und die Herren. Und das ist mir ein großes Fried, am Namen von der Sportskommission können ein paar Wieder an euch zu richten, über den Sport, heute zu Lützburg, den Sport, besonders heute zu Schöffling, und noch den Nationalfeiertag. Seit dem 18. Jahrhundert, um das 4. Jahrhundert, gibt es Tradition für Nationalfeiertag. Diese Festlichkeiten beschränken sich aber nicht nur auf einen Tag, sondern auf ein paar Tage. Und das sehen wir ja immer besonders heute zu Schöffling, aber auch am Rest vom Land. Das ist ein flotter Anlass, wo die Menschen zusammenkommen, für zusammen zu feiern. Egal ob jung oder alt, musikalisch oder unmusikalisch, sportlich oder unsportlich. Der Sport fördert das Gemeinschaftsgefühl, an dem es die Menschen zusammenbringt, also motiviert, sich aktiv zu engagieren. Sie wird als Sportler, Funktionär, Benevolent oder als Zuschauer. Das ist am Kader wie der Nationalfeiertag. Aber auch über das ganze Jahr. Der Nationalfeiertag bietet dabei dann auch Gelegenheit, für die Bedeutung vom Sport für die Lützebäuer Gesellschaft hinzuweisen, sie zu würdigen und zu feiern. Und noch von der Ball oder Racket, den der oft traut, sind als Schöfflinger Sportler mit ihren Vereinen, die dich präsent auf unserem Fest draußen packen, eine Hand mal tun. Da kann ich natürlich dann noch flott Reklam machen für seinen Club und probieren, neue Mombre zu fangen. Wir von allem, was wäre unser Kortisch ohne als viele Sportler? Der Kanner möchte immer ein immens großes Fried hier mitzugehen. Und hoffentlich möchten wir dann noch mal am Können Samstag unser Kortisch so aufhalten, wie wir dort gewinnt sind. Verschiedene Sportarten sind an der Sommerpause, andere noch voll an der Saison oder schon in der Präparation für die nächsten Evenemente. Traditionell stehen in dieser Zeit Fußball-, Welt- oder Europameisterschaften nun. Das Jahr waren wir auch bald dabei. Wir auch den Tour de France oder die Olympischen Spieler bringen uns bei Ihnen und Partizipanten aus Lützburg machen uns stolz und hoffrisch und repräsentieren uns da draußen in der großen, weiten Welt. So schwätzen sie dann auch oft von unserem kleinen Ländchen. Ob die solchen internationalen Sportevenementen, also für all die Sportler ein großes Eier für Lützburg umzutreten, als Land da gut zu vertreten und so auf uns aufmerksam zu machen. Das gilt natürlich auch besonders für Schöfflinger Sportler, die das schon an der Vergangenheit am In- und Ausland gemacht haben. Das soll ein Ursprung sein für als junge Sportler, für sich auch ein Kehr so weit, für auch ein Kehr so weit zu bringen. Beispiele aus dem Tennis, dem Fußball oder dem Velo, weiß ich auch den Weg. Kommen wir mal ganz zurück auf Schöffling. An als liebes und dynamisch Gemeng, die gerade, wie wir schon ein paar Mal hören haben, den neuen Gemengepakt vom Zusammenleben unterschrieben hat. Wir haben hier über 100 Vereine aus Sport, Kultur, Freizeit und Gesellschaft. An diesen Vereinen sind auch als über 100 Nationalitäten gut vertreten. Die Vereine sind noch ganz unterschiedlich und offen für jeden. Es geht aber hier auch besonders darum, natürlich die Kanner und Jugendliche sportlich gut zu enkadrieren, sie zu motivieren und so zu helfen, sie an ihrem Leben weiterzubringen. Als Vereine probieren heute das Beste zu machen, für die Kanner und die Jugendlichen zu bestärken und ihnen Fairness, Geduld und Toleranz beizubringen. Auch wenn dann der letzte paar negative sportliche Resultate heute zu Schöffling gesehen, hat man aber auch schon ein paar gute Resultate. Und so in der wie heute soll auch Motivation gehen, für weiter zu schaffen und in der Zukunft besser zu machen. National, regional oder auch lokal waren Sportler neue Infrastrukturen. Auch wenn Zeiten nicht mehr so rosig sind, werden die geplanten Projekte früher oder später aber helfen, Sportler an ihren Sport weiter nach vorne zu bringen. Der Sport bringt uns wie gesagt zusammen. Durch den Sport lernen wir auch besser, mit ihnen eins zu gehen. Für und allem bieten uns die Möglichkeit, zusammen zu kämpfen, heuernst du leider zu verlieren, leben aber natürlich
zu gewannen, aber besonders durch nur zu feiern. An dem Sinn wünsche ich euch einen flotten Nationalfeiertag. Herr Bürgermeister, liebe Freunde aus dem Chef der Gemeinderat, liebe Ehrengäste, Damen und Herren, liebe Freunde, alle Guten. Über die Kultur zu Schöffling zu schwätzen am Kader von National Feiertag, das bringt mich dazu, ein paar Überlegungen zu machen und euch zu teilen über den Stellenwert von der Kultur an unserer Gesellschaft. Vor dieser Stelle, für mich, als dem nur die, ob Kultur ein Element ist, das zur nationalen Identität beiträgt. Das also mischt, dass eine Population auf einem bestimmten Territoire mit gemeinsamen Werten, zu denen dann noch Kultur gehören gibt, zu einer Nation zusammenwachsen kann. Ob es von Malerei, Skulptur, Literatur, Tanz oder Musik geht, all die Richtungen sind Expression von einer kreativen Schärfe vom Künstler. Aber gleichzeitig ist es doch ein Momentaufnahme von einer bestimmten Periode aus unserer Gesellschaft, von Werten an Aussichten aus dieser Epoche, die entweder en valeur gesetzt oder kritisiert werden. Neben dem kulturellen Wert kann so eine Kreation auch aus einem historischen Blickwinkel betrachtet werden. An Denkausstehs liefern. Dazu ein paar Beispiele. Ob man Fresken an einer Kirche bewundern oder Graffiti am öffentlichen Raum. Beides hat gemeinsam, dass Farbe auf den Innergrund abgedruckt ist, ein Motiv entstanden ist, das ein Message enthält, an Eis als Betrüchter zum Nachdenken bringt. Auch de Gustave Courbet hat mit seiner Origine du Monde zum Nachdenken angeregt, mit Ende vom 19. Jahrhundert. Zu einer Zeit, wo die Moralvorstellung bei den Leuten ein ganz anderer war wie heute. Und dabei hat hier wahrscheinlich nicht gedauert, dass mehr wie 150 Jahre mehr spät sein Werk von der Performance-Künstlerin Deborah de Robertis neu interpretiert ging. Und auch die Performance richtet öffentlich Debatte heute, beschäftigt Gerichte sogar, ersetzt Voraussetzungen, die uns auch in diesem Fall zu einer kritischen Reflexion bringen können. Wenn wir dann einen kurzen Blick auf Musik werfen, gehen wir auf eine humorvolle Art und Weise viel über die Lützebäuer Partykultur gewohnt. Am liebsten mit einer Mosambik und als Dessert zwei Bulle Mocke. Diejenigen, die mehr mit der Gesellschaftskritik an der Satire haben, die zeigen die Creme aus der Chambre für, am liebsten auf der Belgischen Plage und dann das mit bester Gräß und der Faktenfried. Wenn also die Kulturschaffend Leute mit ihren Wirken zum Denken anregen, da kann ich wohl sagen, dass Kultur ein Element ist, was zur nationalen Identität beiträgt. Kultur weist gemeinsame Werte, die auch kritisch debattiert gehen, sowie divergente Aussichten und möchte so, dass eine Gesellschaft sich weiterentwickeln und zusammenwachsen kann. Kultur an ihren verschiedenen Ausdrucksformen kann, aber muss nicht gefährden. Aber es wie es, bringt sie uns all zum Nachdenken. Aber wie ein Denken sieht, spielt Gefahr, die von der Kultur ausgeht. Er versteht auch so, wieso totalitäre Regime sich keine Kultur stellen. Markante Beispiele sind hier bei der Zerstörung 2001 von den Buddha-Statuen aus dem 6. Jahrhundert in Afghanistan durch die Taliban. Aber auch die Bischof-Verbrennung 1933 in Deutschland sowie Zensur für einen Teil von der Malerei, die als entartete Kunst von den Nazis bezeichnet wurde. Alles Beispiele von Zerstörung und Zensur an dem Versuch, Denken von der Bevölkerung mit dem dominanten Dogma zu auflesen, an dem sie in einer Perspektive und somit ein kritisches Denken unterdrückt. Der Stellenwert von der Kultur an den demokratischen Gesellschaftsformen geht nicht wirklich auf Ruhe gestellt. Aber er muss weiterhin aktiv geschützt und gefördert gehen. Es ist ein Froh vom Respekt, den der Kultur muss entgegenbrüht gehen. Allzu oft nach also die Budgetposten von der Kultur, den am immoren Zeit gekürzt wird, sowohl am öffentlichen wie auch am privaten Sektor. Es soll zu handeln, als eine Menge an ein Mangel an Respekt, weil in Kultur dann nicht mehr als ein von den Elementen angesagt, die als national und lokal Identität mitgestalten. Eine Identität, die zu Schöffling eine neue Dimension kriegt. An dem Kontext bin ich besonders froh über die kulturelle Entwicklung von unserer Gemeinde.
Op der enger Seite, wo mehr ihr Patrimoine am öffentlichen Raum mit Wirka vom Profwand, das endlich nicht abgeriet wird, vom Deville, Gastauer, Wozniak, mehr auch an der Kollektion von der Gemeinde sind ein solche Wirka, unter anderem von Junius, Bertmes, Hoffmann, Lang, für Justiz zu nennen. Eine Kollektion, die über die Jahre zu Stern kommt, an der besonders für die Wirka an der Gemeinde gilt, mehr müsste auf alle gesagt gehen, sprich für das Publik zugänglich gemäht gehen. Auf der anderen Seite als Schöfflinger Kunsthaus, ein weiterer Meilenstein an unserer Kulturlandschaft, wo renommierte Artisten ausstellen können und viele Besucher anzieht. Galerie wird heute schon sein Renommé, die weit, okay, die weit, wo sind die Schluss geblieben? Ah, ein Stück vor dem Fall. Beim Kunsthaus waren wir, gell, so war es. Hat die abgepasst und die wissen nicht. Ja? Galerie wird heute schon ein Renommé, die weit über das Gemengegrenzen herausliegt. Den Zugang wird für große Klänge möglich gemäht. An einer der anderen für als Klangbesucher gehen Atelier angeboten, für ihnen die ersten Schritte an Kulturszenen zu ermöglichen, an ihnen so mal durch einen Ausstoß zum kritischen Denken zu gehen. Und dann den Dujanin an den Zierdlen. Bringt mich da weiter, dass noch vieles an unserer Wirtschaft zu suchen geht. Wie konsequent Entwicklung von engem Stand bin, Kunsthauskultur, gut für andere Sektoren von unserer Gemeinde sind. Da kommen ein Visiteuren, ein touristischer Stellenwert durch als Resistenzvergangenheit, als Kunst, Natur, der Minet Trail, andere Perkussionen auf den lokalen Handel und so weiter. Das sind alles Themen, die mit der Entwicklung dort zusammenhängen. Und die Entwicklung muss konsequent weitergedrungen gehen. Auch am Hinblick von der Entstehung von neuen Quartier Metzschmelz, wo die Initiative von Ferro Forum an der Schmelzerbester Musee hoffentlich definitiv heimisch können fangen. Die Attraktivität von Schöffling steht gewissermaßen im Spiel, von dem Dossier Kultur par impossible sollte boykottiert gehen, was natürlich hypothetisch ist und nicht wünschenswert wäre. Es gibt noch so manches, am Kulturellen zu koordinieren. Und das muss am Zusammenspiel auch mit den Vereinen aus unserer Wirtschaft geschehen. Die Vereine all, egal wie ein Objekt das sie verfolgen, legen einen Beitrag zur kulturellen Diversität, aber auch zum interkulturellen Zusammenleben. Der Bereich, über den Nathalie und Johanna vier Drohnen einen Abblick geben. Die Interkulturalität, eh von vielen Aspekten aus dem kulturellen Leben, weist, wie wichtig das Themenfeld von der Kultur an all seinen Facetten konsequent als Gemeinde weiter zu fördern. Die Entwicklung von unserer Wirtschaft kann durch DW nur vorbereitet gehen. An eine Harmonie am Zusammenleben von denen vielen Nationalitäten und Kulturen auf unserem Territorium angestrebt gehen. Merci den Vereinen für das Engagement an unserer Gesellschaft. Es ist ein Nobelkurs, zu der auch dir Tag für Tag beitragt. Ein besonderes Merci auch euch, die der Jahr für Jahr aus dem Schöfflinger Fest das macht, was das. Ein Platz, wo die Schöfflinger Bürger sich gerne treffen. Der große Success vom Fest als erstes zu verdanken durch den unermittlichen Ansatz von ihren engagierten Benevolen. Die Damen und Herren, liebe Freunde, es hat viel Potenzial an unserer Wirtschaft, besonders am kulturellen Bereich, den es so wichtig ist, für uns national, aber auch lokal Identität weiter zu stärken. Los wir all zusammen weiter darauf schaffen, dass unsere Wirtschaft weiterhin lebenswert bleibt. Merci für Ihre Aufmerksamkeit an Viv Schöffling, Viv Lützebusch und Viv de Grand Duc. Vielen Dank für das Interventionen und noch einmal merci dem Nathalie und dem Johanna von Fedrun. Das hatte ich Fedrun noch nicht gemacht. Wir kommen dann los zu einem feierlichen Punkt auch von heute Abend, und zwar zur Verteilung von der Verdienstmedaille für die Mitarbeiter von der Schöfflinger Gemeinde. Und dafür begrüßen ich dann eigentlich den Herr Bürgermeister hier beim Rednerpult und auch den Schaffenroth, den dann die Medaille überreichen wird. Und die Leute, die hier Medaille heute Abend kriegen, das sind da ein paar von all denen, die sie verdient haben, die heute Abend hier bei uns sind. Wenn ihr noch hier seht, bleibt kurz hier stehen. Wir machen nur noch ein großes Gruppenfoto zusammen. Liebe Kollegen, Ehrenbürgermeister Ola Schreiner,
Das ist natürlich immer ein Fried für Leute zu eieren, an die Leute, die heute geeiert gehen. Ich meine, das sind die in der Zeit, wo du Responsabilitäten gedrungen hast, die Gemeng rekrutiert, gesehen, angestellt gesehen, und sind lauter Leute, die verdienen, dass sie heute auch geeiert können gehen. Es sind zwei von unseren Kollegen, die sich kurzfristig schon müssen excusieren, das ist Madame Valeriani Sandra, die auch die Medaille en Vermeidele Couronne de Chine zu gut tut. Madame Valeriani, die eine ganze Reihe von Servicen an der Gemeinde mitgemacht hat, die als expeditionär administrativ auf den 1.3.1999 bei der Gemeinde gekommen ist, eine Nomination definitiv gekriegt hat auf den 1. März 2001. Sie schafft Luhaut am Service die Finanz an. Voilà, wir wollen hier auch von dieser Plätze auch für seine Teilnahme felicitieren. Ein anderer Kollege, die noch Medaille wäre Meidler Couronne de Chine, kriegt das die noch den Ofen excusiert, dass Herr David Ongaro hin als engagiert ging 1999 auf den 1. April. Interessanten Datum, einer an der Karriere vom Artisan und hat ganz reihe von Aktivitäten an unserem Service Regie, respektive am Atelier, im Atgemäht und als momentan Service, an dem Service von der Conciergerie, aber besonders aktiv an der Maison der Generation, sprengen noch den David, die mit Leib und Seele einen guten Erbestand und einen guten Handwerker aus, hat einen Applaus und noch Medaille verdient. Ja, da gibt man zu denen Leute kommen, die Lohaut heiß sind, an die wir da gerne abrufen, wo mein Kollege aus dem Schäferhut dann noch versichern, auch werden Medaillen dann verdienen. Wir haben in aller rechter Platz Madame Nathalie Pauli. Madame Nathalie Pauli als eine Nomination provisoire als expeditionär administrativ kriegt, auch auf den, 1999, auf den 1. April. Hat eine Nomination definitiv gekriegt, auch auf den 1. April. Und das 2001, das ist immer der Beweis, dass sie in die Examen gepackt hat, dass sie das gemäht hat, was sie an einer Laufbahn vom Funktionär, vom Expeditionär muss nachweisen, dass das doch klappt. Und dafür als Madame Nathalie Pauli eine ganz wertvolle Kraft gewischt an verschiedenen Servicen von der Gemeinde. Aber auch sie, als es lohnt, an dem neuen Service die wertvolle Mitarbeiterin, eine wertvolle Mitarbeiterin, an dafür hat Madame Nathalie Pauli heute Abend Medaille Chevalier de l'Ordre de Mérite du Grand Duché de Luxembourg verdient. Voilà, Nathalie, wenn Sie jetzt kommen. Ja, die Nächsten, die ich abrufe, das ist dann per Ordre Alphabetik, wenn ich das richtig um die Zeit gucke. Das ist kein anderer wie unser Romain Bertrand, der Berti, ja, ein immer ersatzbereiter junger Mensch, den auch sein Engagement auf den 1. April 1999 gekriegt hat. Ihn als Ouvrier Kommunal, dem uns angestellt hat, hat er auch eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten gemacht, in anderen waren noch Schufe. Und war besonders zum Schluss von seiner Zeit am Service der Regie, waren an der Chef der Equipe vom Büro und hat sich auch zuständig für die Zirkulation. Der Rome als ein umtriebiger junger Mensch, den wir nicht gerne entlassen demnächst. Aber Rome, du hast die Medaille. En vermeid de la couronne de Chine, mij wie verdient. En de merci van ons alle goeren. Ik meng als een gesamte chef van de gemengenrood, van Houda, van Freya. Ik meng nog de rol die werd de Jean Besta. Herinnering halen van al die arbeidsten die voor ons gemengenmiet is. Also ich weiß nicht, dass sie Ihnen immer flüstern, ich bin ganz froh, dass Kollegen, die Sie ganz gut kennen,
dass sie das machen. Die sehen doch, dass sie einen ganz jovialen Approach haben zu den Kollegen, die, egal wo sie arbeiten, Responsabilitäten auf verschiedenen Plätzen drohen. Den nächsten, den wir auch ganz herzlich aufrufen wollen, den 1. Mai 1999 engagiert ging, das ist kein anderer wie den Christian Halsdorf, auch ein Pilier von der Equipe aus dem Service de Regie, Pilier von der Equipe aus dem Atelier, die noch eine ganze Reihe von vielen Affektationen hat an der Equipe von den Schoferen, engagiert war als Buschofer, eine ganze Reihe von Meriten hat, weil viele Leute den Schöfling an der Wernerplatz gebrüht haben, den Mann, den auch an der Equipe die Hygiene war. Und ich denke, nur den größten Applaus verdient, dafür und alle müssen noch die Medaille verdient in Haus zu kriegen. Medaille an Vermeidel, der Corona geschehen. Christian, merci für den Abend. Du darfst gerne hin. Ja, wir sind ein... Pardon. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft. Wir sind mit unterschiedlichen Nationalitäten an unsere Betriebe gut besetzt. Wir sind aber auch der Gemeinde mit unterschiedlichen Nationalitäten gut besetzt. Und dafür freut mich für einen Mann, den auch den 1. April 1999 als Ouvrier kommunal engagiert ging, als den Chess, den Kosalka Czeslaw zu annehmen, an ihm zu sagen, auch merci, und auch du hast die Medaille, wer mei, der Corona mei wie verdient den Chess. Als wie gesagt, 1999 als Ouvrier Kommunal angestellt ging, hat aber schon ein Jahr mich spät, das ob der nächste Mai, also ein Jahr mich spät, dann nicht mehr spät, als er designiert ging als Concierge an der Ecole de Schmidt. Ich meine, die Leute, die an der Ecole de Schmidt waren, die wissen, dass er da mit Herz und Seele die Schule da abgepasst hat. Und nur wo der Chantier von der Schule ist, ja, schlägt sein Herz nach mir warm und nach mir fest, weil er weiß, dass du ganz viel Arbeit schlägt. Chess, ein großes Merci auch dir, und ich meine, du hast Medaille an Vermeidel der Corona de Schmidt mehr verdient. Voilà, pour vous dire merci, besonders merci will ich ausdrücken, stellvertretend für alle guten neuen Leute, die responsabel waren, für das heute zu organisieren, aus den Service von der Kommunikation, aus vielen anderen Services. Mir besonders annehmen will ich gerne, und ich kann doch ein kurz noch viel kommen, also José. José, dir hast keine Stunde frei und zu spät, für das eine oder das andere zu machen. Dann schmengen wir hun einfach gemengt, da merci zu suchen und hat man einen großen Applaus nach ein Kehr zu konfirmieren. Und dann ohne, dass ich nur eine Reihenfolge mache, die eine Reihenfolge ist, mit das ist dann einfach eine Reihenfolge, mit das ist nicht eine Qualifikation. Und alle richter Platz will ich dem Yaoming Chen, merci so für die musikalische Begleitung. Ihr könnt ja nur noch ein paar an zu ehren. Du kriegst ja nur von uns ausgehändigt ein kleines Kado, mit uns noch eine Intervention zu machen. Dann, erste Idee gespielt zu ist, kriegst du auch kein Kado. Nee, du hast einfach einen Applaus verdient. Wie es üblich ist, was für eine Science-Akademie oder so ein Auftritt ohne musikalische Begleitung. Ganz froh sind wir, dass es mindestens 2060 Jahre gefeiert haben und dass sich auch bereit erklärt haben, heute auf der Science-Akademie nach einem kleinen Höhepunkt an ihrem 60-jährigen Jubiläum zu vollziehen. Wie es üblich ist, kriegen sowohl Dirigentin wie auch Pianistin Bucke Blumen überreicht und als Sängerinnen, weil es ja nicht mehr Sängerinnen, die da stehen, die kriegen dann noch ein Minnetsroos mit auf der Weg an der Dose von der Apps ganz wichtiges Matrona. Ach so. Okay. Also der Gesicht, es lohnt sich zu sagen, wenn ihr euch nächstes Jahr zusammenfand als Männer, dann kriegt ihr nicht mehr den Raus, wir haben eine kleine Flasche dabei. Das sagen wir, während ihm die kleinen Kadu verdient, noch dem Jérôme Courtois, ein großes Merci
die jo als en historischen Abpass geschrieben huet iwwer Geburtszeit ebe vun dem Geburts oder vun dem nationale Feiertag fir wat ihn so gefeiert gëtt. Dann hummer an dat freet mich ganz besonders Südreserü également d'appeler mit dem Nathalie Jamé et madame Yuna Kovalenko pour un petit cadeau vu leur intervention très personnelle. Je crois qu'ils méritent non seulement le cadeau, mais surtout également votre applaudissement. Ja, dann haben wir zwei Herren, die meinen auch ganz interessante Interventionen gemacht haben. Einerseits den Vincent Nautem, der Präsident von der Sport- und Freizeitkommission. Und dann natürlich auch den Herr Yves Marquis, der Präsident nicht nur von der Kommission von Vivre Ensemble, sondern auch von der Kulturkommission, die auf eine ganz spezielle Art und Weise als Notwendigkeit und die Wichtigkeit vom Sport und von der Kultur am kommunalen und auch darüber heraus berichten. Last but not least, mengenisch, können wir auch nach einem großen Merci ausschwätzen, dass das unsere Moderatrice von den Abend, dem Gilles Welter, die da bei einem exzellenten Adderweis gemietet hat. Vielmals merci, Gilles. Ich danke dir, Marie. Ich gehe noch weiter, oder Sie haben das gemangelt?